Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa rasulillah, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Es gibt die Aussage, die Dawa bringt nichts mehr. Deswegen das Thema, bringt die Dawa nichts mehr? Einige Brüder fangen an, Leute, die Dawa machen, praktisch schon zu kritisieren und ach ja, was kümmert ihr euch darum? Wir haben jetzt andere Aufgaben, wir müssen dieses und jenes machen und so weiter. Erstmal. Die Dawa bringt nichts mehr. Nuh a.s. hat 950 Jahre Dawa gemacht. Und dann fragen wir dich, wie kommst du darauf zu sagen, die Dawa bringt nichts mehr? Leute nehmen andauernd den Islam an. Und es gibt, und man muss jetzt gerade weitermachen. Ja. Der Prophet a.s. hat auch in Mekka, weil jetzt wird gesagt, ja, aber es haben schon alle von der Botschaft mitbekommen. Wer weiß? Aber der Prophet a.s. hat auch Dawa gemacht in Mekka, als die Leute schon alle die Botschaft mitbekommen haben. So, also ist dein Argument falsch. Die andere Sache ist, dass das gerade das ist, was Allah will. Er will, dass man dann weitermacht, selbst wenn es eng geworden ist und die Bekämpfung immer größer wird. Allah sagt im Koran, in Sure 6, Vers 54 oder 34, وَلَكَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكْ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذِي هَتَّ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt, bis der Sieg Allahs kommt. Das heißt, das, was du gerade machst, ist ein riesengroßer Fehler. Du sagst, jetzt bringt die Dawa nichts mehr. Jetzt ist es gerade gefragt, nach diesem Vers des Korans, jetzt weiter zu machen und standhaft zu sein, weil erst danach die Hilfe Allahs subhanahu wa ta'ala kommt. Und übrigens, wir haben hier in Deutschland Baustellen vor uns, an denen etwas getan werden muss. Viele Muslime leben hier, die werden ja auch nicht auswandern. Ja, und ihre Kinder sollen ganz gezielt von Leuten wie Muhammad Khoshide zu Kuffar erzogen werden. Ja? Zu Leuten, die glauben, dass es keine Hölle gibt. Beispielsweise. Man will dir den Islam zerstören, da willst du sagen, das bringt nichts mehr. Ich glaube, dass du vielleicht eine gute Absicht hast, aber das ist absolut vom Satan, vom Scheitan. Was wäre denn, wenn wir hier die Dawa lassen, was passiert denn dann? Dann machen wir genau das, was der Satan gern hätte, nämlich die Dawa zu lassen. Warum versucht der Satan immer die Prediger einzuschüchtern? Warum? Damit sie ihre Dawa lassen. Also versuchst du genau das, was der Satan macht, nur auf eine andere Art und Weise, sagst, die Dawa bringt nichts mehr. Das heißt, der Satan hat gesehen, die Methode mit der Einschüchterung bringt nichts mehr. Da hat er dich jetzt ausgesucht und hat dir eingeflüstert, dass du den Leuten erzählen sollst, Dawa bringt sowieso nichts mehr. Die Dawa bringt eine ganze Menge. Und so viele Menschen wie möglich sollen daran teilnehmen. Denn das ist der Weg, den alle Propheten gegangen sind. Alle Propheten haben Dawa gemacht. Bis zum Ende. Ja? Und der Sieg kommt erst, nachdem man die Botschaft überbracht hat, bekämpft wird und weitermacht. Und Alhamdulillah, wir machen weiter. Und deswegen meine Einladung an euch alle, macht alle mit. Und nutzt jede Sekunde aus, um Wissen von der Religion zu lernen und um dieses Wissen dann weiterzugeben. Denn dieses Wissen ist Licht und dieses Licht wird gebraucht, um durch die Dunkelheit, um durch die Dunkelheiten des Kuffers, des Schirks und des Fisks durchzukommen. Und durch die Dunkelheiten des Unglaubens, des Polytheismus und der Frevelei durchzukommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns standhaft machen, Stärke geben, ein gutes Verständnis in der Religion geben. Amen.